Die Vorstellung, dass auf der beschaulichen Insel Rügen zwischen Meer und malerischen Klippen vielleicht eines der dunkelsten Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs verborgen liegt, ließ mich nicht los. Immer wieder tauchten Berichte und Gerüchte auf, dass hier auf der Halbinsel Bug deutsche Wissenschaftler an nichts Geringerem als einer Atombombe gearbeitet haben sollen. Ich wusste, ich musste dieses Mysterium nachgehen. Was steckt hinter den Geschichten über geheime Tests, die angeblich kurz vor Kriegsende durchgeführt wurden? Mit Kameras, Geigerzähler und einer ordentlichen Portion Neugier im Gepäck machte ich mich auf den Weg. Schon die Fahrt nach Rügen war eine Reise voller Gedanken. Was, wenn wir tatsächlich etwas finden? Immerhin sprechen einige Berichte von Explosionen und mysteriösen Experimenten, die weit über das hinausgehen, was wir bisher über die militärischen Aktivitäten des Dritten Reiches wissen. Und dann ist da das Buch Hitlers Bombe von Rainer Kalsch. Das behauptet, hier habe man eine Art Mini-Atombombe getestet, dazu noch der italienische Journalist Luigi Romersa, der angeblich Augenzeuge eines solchen Testes war. Zu viel, um es einfach abzutun. Doch dann sind da die Zweifler. Historiker sagen, das sei alles Quatsch. Der Aufwand, um eine Atombombe zu testen, sei gigantisch. Und Deutschland sei im Wettrennen um diese Waffe meilenweit hinter den USA abgeschlagen. Es gebe keine Beweise, keine Überreste, nichts, was solche Behauptungen untermauern würden. Dennoch, irgendwas muss doch da dran sein, oder? Warum sonst diese hartnäckigen Gerüchte? Eines, das wissen wir. Die sogenannte 7/10-Regel beim Abbau von Strahlung. Diese besagt, dass die radioaktive Strahlung nach einer Atomexplosion innerhalb von 7 Stunden auf 1/10 ihres ursprünglichen Wertes abnimmt. Nach weiteren 7 Stunden beträgt sie nur noch 1/10 davon und so weiter. Diese natürliche Zerfallsrate könnte erklären, warum auf Rügen, selbst wenn hier tatsächlich es zu so einem solchen Test gekommen wäre, heute keine messbare Strahlung mehr vorhanden ist. Auch heute kann man in Hiroshima und Nagasaki wieder normal leben. Und hier ging es ja nicht um eine strategische Atombombe, sondern um eine kleine taktische. Doch macht das die Gerüchte weniger interessant? Nein, keineswegs. Wenn es damals einen solchen Test gab, wären die Spuren über Jahrzehnte hinweg verschwunden, sowohl in der Landschaft als auch in den historischen Aufzeichnungen. Während wir Rügen erreichen, schlägt die Landschaft langsam in eine mystische Stimmung um. Die Straßen werden schmaler, die Wälder dichter und die Luft scheint ein wenig schwerer. Man spürt die Geschichte, sie liegt förmlich in der Erde unter uns. Schließlich erreichen wir die Halbinsel Bug, unseren Zielort. Vor uns erstreckt sich ein Gebiet, das abgeschnitten und beinahe zeitlos wirkt. Genau hier soll es passiert sein. Und jetzt beginnt unsere Suche. Wir sind angekommen, bereit, die Spuren der Vergangenheit zu erkunden und das Geheimnis von Rügen ein Stück weiter zu entschlüsseln. Was wir finden werden, wissen wir nicht. Aber eines ist klar. Die Geschichte selbst wird uns etwas zu erzählen haben. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge Relikte der Vergangenheit. So, wir checken gerade noch, ob das Auto zu ist. Und jetzt gibt es hier eine richtig geile, fette Anmoderation, Leute. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Relikte der Vergangenheit. Mein Name ist Random Life und schaut mal, heute Klamotten, die einfach gar nicht zusammenpassen. Dafür aber ganz viele Leute, die zusammenpassen. Und eine Story, ich habe es ja schon erklärt, was wir uns anschauen, die ist definitiv in Sicherheit. Mal gucken, was wir alles erkennen und ob wir noch was erkennen nach so vielen Jahren. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Und hier vorne geht es gleich schon los mit einem Pförtnerhäuschen. Und schaut mal hier. Wunderschön, oder? Mega schön. So. So Leute, die Leute sind auf jeden Fall gut drauf. Und wir haben einen Fußmarsch von 6 Kilometern vor uns.
Und ihr seht vielleicht schon die Paddel hinten im Hintergrund. Wir wollen auf jeden Fall das Boot zu Wasser lassen. Und haben auch Magnetangeln dabei, wir haben Geigerzähler dabei, 2 Stück. Und dann geht das los heute. So, meine Lieben, also wir akklimatisieren uns jetzt erstmal und dann melden wir uns gleich nochmal wieder. So, okay, wenn wir schon mal vorstehen, dann sollten wir auch reingehen. Oh, yeah. Oh ja, hier waren ein paar Tauben. So, meine Freunde, ich habe ein bisschen aufgerüstet. Und zwar halte ich hier in der rechten Hand den Geigerzähler. Und ja, wahrscheinlich seht ihr es gerade nicht wegen dem Gegenlicht, Spiegelreflexion. Und mein Mikrofon habe ich angeschaltet. Also ich lasse das jetzt laufen. So, hier sehen wir schon die ersten Bauten auf der rechten Seite. Zweiter Weltkrieg oder DDR? DDR. Ist DDR, okay. Also ich denke, wir gehen auch direkt zu unserem Corpus Delicti, oder? Straight durch, ja. Das Auto. Ist das Auto hier? Also das scheint noch aktiv zu sein, ne? Block und Heim. Ah, das wird der Grund sein, Leute, warum die Anlage hier noch teilweise genutzt wird. Vielleicht sind hier Firmen ansässig. Aber das sieht doch nicht bewohnt aus. Guck mal, die alten Fenstervorhänge. Aber es sind so die typischen Fahrzeughallen. Guck, 32 noch dran. Also, wir sind jetzt hier gerade in dem Waldstück, wo vor 80 Jahren die Atombombenexplosion auf Rügen stattgefunden haben soll. Ja. Wir haben den Spot vielleicht herausgefunden, vielleicht aber auch nicht. Also genau kann das keiner sagen, wo das getestet wurde. Hä? Es kann überall hier sein. Also es war ein bisschen weiter hinten durch, das weiß man. Man hat Bodenproben genommen und diese Bodenproben waren halt positiv. Also da waren Zerfallsprodukte, die so nur vorkommen, wenn Kernwaffentests waren etc. Dass die Russen hier getestet haben, ist ausgeschlossen. Die haben auf deutschem Territorium nie getestet und die NVA schon gar nicht, weil sie besaß keine Atomwaffen. Dazu gibt es mehrere Zeitzeugenaussagen. Also einer ist ein Italiener, der wurde selbst von vor 80 Jahren. Ja, als das passiert ist, im Jahre 1944. So, und der hat halt ausgesagt, er wurde halt unter anderem hier hingefahren in einen Bunker rein, der dickes Glas hatte, also richtig, richtig dickes Glas, sagte er. Dann haben die da drin gewartet und gewartet und irgendwann ertönte das Signal und auch irgendwelche Wissenschaftler und Soldaten waren da und haben gesagt, geht gleich los, Türe verschlossen, weg. Und dann sagte, hat er irgendwann wie ein Erdbeben wahrgenommen. So, und dann hat er irgendwie auch eine Art Blitz gesehen, also es wurde heller und dann Wolken, ohne Ende Wolken. Ne? Also so wie so eine Art Atompilz, so hat das ungefähr dargestellt. So, und dann danach wurde es ruhig. Es war ein regnerischer Tag. Der hat die Wolken so komisch beschrieben. Das würde auch zu so einer Kernwaffenexplosion passen. Also einer kleinen Kernwaffenexplosion, nicht so eine Kernwaffenexplosion, wie wir sie vom Trinity-Test der US-Amerikaner kennen. Also das war eine große Kernspaltungsbombe, das hat es hier nicht gegeben. Das war eine ganz, ganz kleine, im Prinzip eine taktische Atomwaffe, ne? Eine taktische Kernwaffe. So, und dann sind die noch Stunden, mussten die in diesem Bunker verharren. Und dann kamen Soldaten in Schutzanzügen, haben die rausgeholt. Und dann sind die mit dem irgendwo hier über die Insel. Und er sagte, die Bäume waren gesplittert, weggedrückt. Schafe, die da vorher standen als Versuchsobjekte, die lagen verbrannt auf dem Boden, waren tot. Gebäude, die errichtet wurden, um zu gucken, was macht so eine Detonation. Die waren umgerissen, zerstört komplett. Ja, und dann ist er wieder zurückgefahren. Was denn? Für das Fahrzeug, oder? Deckungsgräben fürs Fahrzeug. Das ist nicht ein Detonations? Nein, Deckungsgräben vom Fahrzeug. Da fährst ein Jeep rein und sowas. Ne? Okay. Dann ist ein Tarnnetz drüber und dann sehen die dich nicht mehr. Auch so ein Loch mit, ja, ja, Schützenloch. Da war dann der Soldat drin, der aufgepasst hat. Ja. So, also das sagt man hier drüber. Und wie gesagt, man hat halt tatsächlich Proben genommen und hat hier Auffälligkeiten entdeckt, die nicht natürlichen Ursprungs sein können. Aber es ist auch Küstenbereich. Also
Man hat hier eine hohe Erosion. Das bedeutet, man weiß gar nicht, in welcher Tiefe man suchen muss und wo das Material liegt. Würde man jetzt den genauen Ort haben und da suchen, dann würde man wahrscheinlich eindeutige Ergebnisse kriegen. Aber die Indizien dafür sind schon da. Also McDonald hat uns gerade einen Abriss gegeben über das, was er quasi noch mal aus seinem Gedächtnis rekapitulieren könnt. Wenn ihr es genau wissen wollt, Mackie macht ja ein komplett anderes Format wie ich. Er macht ja ein Dokumentationsformat. Bei mir geht es ja um Geschichte und Unterhaltung. Das ist noch mal ein bisschen unterschiedlich zu seiner Herangehensweise. Bedeutet, wenn ihr das gesamte, die gesamte Information haben wollt, ich denke, Quellen gibt es auch an. Quellen gibt er auch an. Das bedeutet, ihr habt ja so auch die Möglichkeit, das zu recherchieren, selber nachzuprüfen, ob das alles stimmt. Wie gesagt, es gibt ein Buch dazu. Es gibt ganz viel Literatur dazu. Also es gibt ganz, ganz viele Bücher. Ne? Ja, aber noch kein YouTube-Video darüber, ne? Nein, wir sind die Ersten. Wir sind die ersten Leute, die euch diese Location zeigen. Und wir haben im Vorfeld den Bereich aufgeklärt und wir hoffen, euch den Platz zeigen zu können oder das Areal zeigen zu können. Ja, das Areal. Wo damals die Atombombenexplosion stattgefunden haben soll. Wir sagen es im Konjunktiv. Strahlung nimmt gerade ab tatsächlich, obwohl wir schon deutlich näher kommen. Und man nimmt ja immer seinen Müll mit, Leute. Und ich zeige euch mal hier auf dem Boden, damit ihr auch seht, dass das nicht einfach nur ein Waldgebiet ist. Hier gibt es überall noch die alte Lagerstraße von der Kaserne. Und wir gehen jetzt weiter. So Leute, also ihr werdet uns auf jeden Fall für nicht mehr ganz knusper halten. Wir sind jetzt gefühlte 6,5 Kilometer gelaufen. Klingt erstmal nicht so viel, aber ja, wir haben ja nicht geschlafen, sind durchgefahren. Es war schon echt anstrengend. Wir sind auch schnell einen Schritt gelaufen. Und jetzt sehen wir vor uns das Hafenbecken. Und hier in diesem Areal soll angeblich die Atombombe explodiert worden sein. Der Geigerzähler zeigt leider keine erhöhten Strahlungswerte an. Ich zeige euch das mal. Über den Verlauf gibt es einfach nur hoch und runter und alles so unter 0,04. Also absolut normale Hintergrundstrahlung. So wie Mackie sagt, das müsste natürlich auch über die Jahre, Jahrzehnte mittlerweile alles weg sein. Und ich zeige euch mal das Hafenbecken. Er sagte das mit dem Hafen. 0,07, 0,08. Ja, ich habe auch gar nichts. So Leute, ich zeige euch das mal. Also hier seht ihr, da sind wir. Das ist der ehemalige Posthafen. Und rechts daneben, also da soll die Atombombenexplosion stattgefunden haben. Ich denke mal, dass wir da gleich noch hingehen werden. Und dann gucken wir noch mal auf das Geigerzähler-Messgerät. Aktuell ein bisschen enttäuschend. So ehrlich möchte ich euch zu euch sein. Wir gucken mal, ob wir noch ein bisschen was finden. Aber trotzdem, wir haben es auf jeden Fall gemacht und sind der Sache hoffentlich ein bisschen näher. Oder haben auch aufgeklärt, dass es hier vielleicht nicht war. Also spannend in jedem Fall. Südlich davon steht ein Haus. Ein Jahr später ist der Turm zerstört, das Haus beschädigt und andere Gebäude nicht mehr existent. So. Jetzt müssen wir dann doch noch mal dahin, weil jetzt muss man dieses Luftbild finden. Welches hast du angeklickt? Das erste große? Ja, das große. Mhm. Wie Nummer war das? 83? Nein, 44. Okay. Da siehst du das und danach war das halt weg. Jetzt ist halt die Frage, das sind viele. Welches ist es? Ja, das ist das Problem. Ist auf der Karte was eingezeichnet daneben, rechts? Ja, wir müssen diesen, aber du hast hier 2 Millionen, guck mal hier, das sind 4 Stück nebeneinander. Machen wir jetzt, drück mal darauf, oder? Ja, so. Wo gucke ich da jetzt? Wo finde ich das mit dem Turm? Und guck mal, da sind hier sechs Seiten und mehr. Ne, ich weiß. So. Was steht denn unter den Bildern? Die übernehmen Mecklenburg-Vorpommern, ne? So. Das heißt, wir gucken mal hier, wo die Brücke ist. Also hier gibt es auch so eine alte Seebrücke, aber die ist heute nur noch, also nicht mehr ganz so da. Wo findest du da jetzt? Nee, das ist doch der andere Hafen, der hat so eine Brücke. Was? Der Begehung wurde im Frühjahr 2003 ein verdächtiges Areal an der Südspitze der Halbinsel Bug entdeckt. Es befindet sich einige Kilometer vom Gelände des ehemaligen Marinestützpunkts entfernt. Um einen Krater mit einem Durchmesser von ungefähr 25 Metern und einer Tiefe von heute etwa 5 Metern erstreckt sich eine nur von Gras bewachsene Fläche von 300 x 300 Metern. Einige verkrüppelte Kiefern stehen auf der Lichtung.
In Richtung Westen gelegt findet man wallähnliche Aufschüttungen. Davor Betonbunkerreste, die teilweise mit Sand überdeckt sind. Mach mal deine Karte auf. Mit Norden, dass wir eine Richtung haben, dass wir das jetzt eruieren können. Hier steht auch, die Proben weisen einige Anomalien auf. Es wird vermutet, dass Probeentnahmen in größeren Tiefen deutlichere Aussagen ermöglichen. Weil es ist, wir sind hier im Küstenbereich, das Erosionsgebiet. Und das ist Sand, das fliegt überall hin, das vermischt sich und hast du nicht gesehen. Ne? Mhm. Aber die Uni Gießen war da dran, auch am Kraterrand in der Nähe so. Ganz kurz. Den Krater müssen wir finden eigentlich, ne? An der Südspitze. So, wir müssen Norden haben, dann wissen wir, wo Süden ist. Oder du zeigst mir direkt Kompass. Süden. Wo zeigt Rode mal hin? Norden. Also, sagen wir das Norden, nie ohne Seife waschen. Ja. Also, in die Richtung dann. Ja, so kannst du so es merken. Ne? Also, warte mal. Warte, du musst auch an die Spitze gehen. Ja, warte, ich guck erst mal. Also da. Wenn das nur hier. Norden. Dann ist da. Dann passt das. Dann passt der Pin auch. Das da. Dann passt der Pin wieder. So, und da müssen wir jetzt einen Krater finden. Norden, Süden. Unten ist immer Nord-Süd-Richtung, was du hast. Okay. So, Norden, genau. So, und das Gegenteil von Norden ist Süden. Ja, da ist Süden. Genau. Also ist es an der Südspitze, wie du gesagt hattest? Die Pins passen vielleicht. Tatsächlich, ja. Mhm. Ich nehme alles zurück und leugne alles und behaupte das Gegenteil. Das ist interessant. Also pass auf. Warte, wo ist der Krater dann? Also hier vielleicht? Nach mehreren Begehungen wurde im Frühjahr 2003 ein verdächtiges Areal an der Südspitze der Halbinsel Bug entdeckt. Genau, es befindet sich einige Kilometer vom Gelände des ehemaligen Marinestützpunktes im Norden entfernt. Um einen Krater mit einem Durchmesser von ungefähr 25 Meter und einer Tiefe von heute etwa 5 Metern erstreckt sich eine nur von Gras bewachsene Fläche von 300 mal 300 Meter. So, das kann, mach mal ein bisschen größer. Nee, wegziehen, größer, nicht kleiner. Also, also, pass auf, inmitten dieser Fläche ist auf dem Luftbild von 53 eine Mulde zu sehen. Luftbild, also, pass auf, wir suchen jetzt das Luftbild von 1953. Ich weiß abgleichen. Da müssen wir dann noch irgendwas finden an speziellen Isotopen, die man eindeutig nachweisen könnte aus dem Jahr. Ne? Ja. Also, wir haben noch 80 Meter. Leute, 80 Meter. Strahlungstechnisch passiert hier gar nichts. Aber selbst wenn wir hier nichts finden, die Story dahinter ist schon richtig spannend. Die FAZ, Spiegel TV, alle haben darüber berichtet. Aber so wirklich gibt es halt keine Informationen darüber, wo genau es sein soll. Deswegen müssen wir das hier herausfinden. Also, wir sind genau da. Ja, hier wäre Nummer 1, Pin Nummer 1. Hier wäre Pin Nummer 1. Nee. Aber hier ist ein Hügel zum Beispiel. Das ist ein Hügel. Ein Wall, ne? Ja, hier ist irgendwas Art Hügel, Wall. Aber hier ist doch was. Lass mal weitergehen. Ja, ist vielleicht der Wall, ne? Der beschriebene Wall. Hier ist ein Wall. Ja, absolut. Man sieht's. So wie beschrieben. Leute, da seht ihr das. Das ist ja krass. Es könnte natürlich auch von der Straße sein, dass man die hier begradigt hat und den Abraum einfach nur zur Seite gepackt hat. Aber auch dann wäre es ein Wall. Keine einzige. Ja. Also hier wäre der zweite Pin gewesen. So Leute, ich habe mich ein bisschen vertan gerade. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg und der möchte gerne, dass wir hier links da zu der Fahne gehen. Bedeutet, wir müssten eigentlich uns hier genau in das Waldstück reinschlagen. Aber ihr seht, aufgrund der Vegetation geht das nicht. Aber spannend, dass hier der Wall ist. So wie beschrieben. Also, Leute, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ne? Egal, ob man daran glaubt oder nicht. Ich finde die Nummer auf jeden Fall sehr spannend. Leute, manchmal muss man auch seinen eigenen Kopf durchsetzen, auch entgegen der anderen. Auch wenn die vielleicht sagen, wir müssen da und da lang. Ja, man kann sich auch teilen, wir haben hier Handys und wir haben hier guten Empfang. Und ich versuche mich gerade hier durchs Dickicht zu schlagen.
was definitiv nicht einfach ist, wie ihr seht. Aber ich glaube, so kommen wir der Sache auf jeden Fall näher, als wenn wir uns nicht trennen. Schaut mal hier. Es war ja von einem zerstörten Gebäude die Rede. Und warum zum Heck sollte hier eine Regenrinne sein? Hier in der Prärie. Hier ist ja sonst gar nichts. Das ist schon echt crazy. Holz. Ja, Leute. Also an der Stelle schreibt mal in die Kommentare, ob ihr daran glaubt. Wie ihr zu den Atomwaffentests in Deutschland steht. Ob ihr das glaubt. Ob das Humbug ist. Ob wir da auf einer Finte unterwegs sind. Ob wir dummes Zeug erzählen. Könnt ihr gerne alles mal in die Kommentare schreiben. Oh. Könnt aber auch gerne schreiben. Egal, ob ihr was findet oder nicht. Eure Bemühungen, die haben auf jeden Fall einen Daumen hoch verdient. Schreibt es einfach mal in die Kommentare und ich suche mal weiter. Also bis gleich. Schaut euch das hier an. Alter Zaun mit dem Stacheldraht. Und da vorne ist das Team. Ich schließe jetzt mal auf. So, ich glaube, ich habe mich leicht verletzt. Aber nur ein bisschen. Das könnte tatsächlich der Treffer sein. So, Leute. Also, eventuell haben wir hier einen Krater gefunden, den wir suchen. Ja, und der Wall. Ja. Das deutet alles erstmal jetzt darauf hin. Wir sind jetzt hier direkt hier mitten auf dem Wall. Richtiger Wall. Und ihr seht's, Mea muss runterkrabbeln. Ich glaube nicht, weil der Krater wäre dann ja 360 Grad und er ist nicht 360 Grad. Aber was natürlich dafür sprechen würde, ist, dass wir hier noch eine Vertiefung haben. Also wir sind richtig. Entweder ist es das Ding oder es ist dahinter. Wir sind 100 pro richtig. Ich gehe auch davon aus. Schaut mal, der ganze wampte Ball hier. Das ist ja kein Zufall. Das ist wirklich kein Zufall. Ihr seht das, schaut mal. Der geht einmal komplett rum. Das ist nicht der Explosionswall oder Krater von der Sprengung, sondern das ist vielleicht aufgeschüttet. Bewusst aufgeschüttet. Und das hat auch eine schöne kreisrunde Biegung. Genau hier haben wir noch mal eine Vertiefung, wo auch Wasser drin steht. So Leute, ist auf jeden Fall spannend, hier zu sein. Ob das genau hier an dieser Stelle war oder ob es überhaupt war, ich habe keine Ahnung. Aber spannend ist auf jeden Fall die Geschichte, die wir im Internet recherchiert haben, die wir euch auch gerade vorgelesen haben. Und dass wir hier diesen Wall finden. Es kann natürlich auch Küstenschutz sein. Da kenne ich mich nicht so 100% aus. Aber es passt halt perfekt zusammen. Durch das Gras. Ja, aber was sagst du? Was sagst du dahinter? Ja, aber dann müsstest du das hier sehen. Weil du hast hier, ja, aber du hast ja hier auf dem Luftbild oder Satellitenbild hast du wenig Vegetation. Dieser ist im Sommer aufgenommen. Der Wald steht voll im Saft und es ist braun hier. So. Und etwa hier in dem Bereich, da. Ja, aber da würdest du das sehen. Da ist gar nichts. Ich glaube, das ist nicht durch die Gammastrahlung, dass deine Hunde werden. Ach, Tümpel vor uns. Oh nein. Tümpel vor uns. Leute, wir haben jetzt hier ein
Gebilde entdeckt. Das wollten wir uns unbedingt anschauen. Da ist noch Wasser im Weg. Sollen wir das noch verschwimmen? Ja, müssen wir ja. Wir wollen ja dahin. Ist wirklich Wasser noch im Weg? Ja. Was ist das denn jetzt? Oh, Entschuldigung. Was ist denn jetzt? Oh, das ist die Einschlagstelle von dem Gerüst, wo es dran hing. Da. Ja, das ist die Einschlagstelle von dem Gerüst. Gerüst. Weißt du, was da drauf war? Da war hier so ein Fahrwasserfilm drauf. Pass auf, geh! Oh. Hab ich das nicht gerade gesagt? Seid jetzt runter? So, also hier geht's runter, Lotte. So, der Mackie wird uns jetzt mal erklären, was wir hier gerade machen. Wir sind völlig außer Kontrolle in ein riesengroßes Feld reingelaufen, wo meterhoch Schilf steht. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir wirklich die Ruhe verlieren und in Panik ausbrechen, weil es geht. Wir sind gefangen. Wir haben Wasser vor uns, wir haben undurchdringliche Wälder. Und wir stehen mitten auf dieser Wiese, oder Grünfläche, die ewig lang ist. Ich würde sagen, das war's. Vielen Dank für die treuen Jahre. Wir legen uns jetzt hier hin und sterben, weil es geht nicht mehr weiter. Ja, was soll ich euch sagen? Es ist, wie es ist. Es ist halt nicht gut gelaufen. Aber man kann jetzt weinen oder man läuft einfach weiter. Ja. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt weiter, bevor wir uns dann letztendlich doch in die Embryonalstellung begeben und einfach weinend irgendwo hier im Schilf liegen und auf den Tod warten. Und wir beten darum, dass der Tod uns schnell ereilen wird. Mega, die Aussicht gerade gehabt. Also, unser Strahlenmessgerät hat leider noch keine heftigen Ausschläge gehabt, alles nur normale Hintergrundstrahlung. Und mal gucken, was wir hier haben. Kanal. Ja. Oder ein Eingang zum Bunker. Das dachte ich auch leider. Komm, wir gehen da hin. Nein. Wir müssen die filmen. Wir müssen die filmen. Da waren Schweine. Da waren richtige Schweine, Leute. Ja. Und ich würde die jetzt gerne. Die piepen noch. Hörst du die? So Leute, warum ist hier ein Markierungsflock? Das ist Ground Zero. So. Also. Ja, super. Also, pass auf. Wir können im Prinzip. So, meine Freunde, warum ist hier Stahlbeton? Warum ist hier Stahlbeton? Mackie hat das aus der Luft aufgeklärt. Und wir hoffen natürlich, dass wir irgendwas doch finden heute. Hier waren wir heute schon. Sind also jetzt einmal im Kreis gelatscht. In Summe schon über 10 Kilometer. 3,5 Stunden. So Leute, schaut mal hier. Graben. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Hier haben wir ein relativ steil abfallendes Loch. Vielleicht auch Krater. Das ist tatsächlich sehr spannend. Die anderen sind schon gucken. Hier geht der Krater, Graben weiter. Das ist sehr spannend, Leute. Die sind auch gerade alle ein bisschen gehypt. Trotz der Zeit, die wir bisher verbracht haben hier. Geigerzähler sagt keine Ausschläge. Und hier da ist der Tümpel oder der Krater. Ja, wir sind auf jeden Fall wild gerade. Ei, das ist ja wirklich krass. Schaut mal hier. Es ist wirklich wie ein kreisrunder Krater.
Mäcki, das ist sehr spannend, was wir hier gerade sehen. Was haben wir denn? Pass auf, wir haben da vorne... Wir haben da vorne Gebäudereste, exakt. Mauer, also Stahlbeton. Ne? Im Internet beschrieben. Genau. Dann sind wir auf der Südspitze der Insel. Sind wir. So. Und der entscheidende Punkt ist, also 25 mal 25, ungefähr ein Krater. Passt auch. Ja. Wir haben da vorne einen Wall. Ja. Der ist nicht weit weg. Und wir finden hier eine Kiefer und verkrüppelte Kiefer. Also wenn ich das deuten sollte, guck mal, wie die wachsen. Weil die sagten, aber er hat nur von verkrüppelten Kiefern gesprochen, als Anhaltspunkt, wo es ist. Ja. Er hat ja nicht gesagt, das hat was mit der Radioaktivität zu tun. Hast du schon gesehen? Ja, Gräben, war ich schon drüber gelaufen. Ja, Nachnutzung, das ist nicht aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber guck doch mal, das Ding ist kreisrund. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich messe das ab mit was ich kenne. So, und das ist eine 25 Meter Schießbahn. Ja. Und das ist die Entfernung zur Zielscheibe, 25 Meter. Kommt ziemlich genau. Das hat 25 mal 25. Absolut. Und es geht genau kraterförmig rein. Auch, ich habe ja drüben geguckt. Herzlichen Glückwunsch, wir haben es gefunden. Dann holt mal den Geigerzähler raus. Ich hab den schon, aber hier passiert leider nichts. Dann muss, mal meinen, dann muss Becky ein Loch buddeln, 4 Meter tief. Das wird er jetzt auch tun. Leute, also es passt auf jeden Fall mit den ganzen Informationen aus dem Internet zusammen. Das ist der erste richtige Treffer, den wir hier haben. Ja. So, ihr macht auch so ein Geigerzähler-Messgerät an. Heißt das Geigerzähler-Messgerät? Geigerzähler, ne? Ab jetzt, ja. Alter, das wäre so krank, wenn das jetzt durch die Decke geht, aber nein, es fällt gerade. Du hast keine Strahlung mehr da. Ja. Guck mal, wie das aufgerissen ist. Ja, guck mal hier. Das sieht wie ein Krater aus. Das, da hast du absolut recht. Schaut euch das an. Es könnte wirklich so sein, Leute. Ich, wie gesagt, wir möchten hier keine Verschwörungsmythen aufmachen oder so. Aber ihr habt es gelesen oder ihr habt es gehört, als wir es vorgelesen haben. Es passt einfach alles zusammen. Es sind die Bäume. Es ist einfach dieses Loch hier, das genau die Größe hat. Da vorne ist dieser Messpunkt. Das ist halt auch irgendwie merkwürdig. Und es gibt Gräben. So, und die stehen, da sieht man das auch ziemlich genau. Ziemlich genau. Was denkt ihr denn? Ist das hier der Krater? Auf jeden Fall. Ja? Ne, jetzt mal ehrlich. Ja, nee, wirklich? Ja? Auf jeden Fall, ja. Wirklich? Ich auch. Ja. So Leute, schreibt auf jeden Fall mal in die... Ah ja, er macht gerade seine Aufnahmen. Da wollen wir ihn nicht stören. Aber das hier ist definitiv nochmal spannend. Das bedeutet, die Gräben, die ich gerade gesehen habe, die waren hier für was auch immer. Vielleicht waren das ja die Beobachtungsgräben für die Beobachter. Aber zwei Reihen macht irgendwie auch keinen Sinn. Schwierig, Leute. So, was meint ihr? Zweite Weltkrieg? Beton oder moderner? Und was ist das? Alter Schwede. Also Mäcki ist auf jeden Fall Feuer und Flamme, dass er es gefunden hat. Die anderen beiden auch. Ich bin mir nicht 100% sicher. Aber es macht... Und die haben gesagt, waldlose Fläche. Das muss ich auch noch mal gerade sagen. Die haben gesagt, die Fläche war baumlos, waldlos, baumlos. Und das ist sie. Ich gehe hier so. Könnte, ne? So ein Graben. Ja. So ein Beobachtungsding. Aber das würdest du nicht überleben. Aus der Entfernung. Also ich bin ja auch noch nicht ganz auf dem Boden. Aber hier passiert nichts. Leider. Hm.
ein verdächtiges Areal an der Südspitze der Halbinsel Bug entdeckt. Es befindet sich einige Kilometer vom Gelände des ehemaligen Marinestützpunktes entfernt. Um einen Krater mit einem Durchmesser von ungefähr 25 Metern und einer Tiefe von heute etwa 5 Metern. Check. Erstreckt sich eine nur von Gras bewachsene Fläche von 300 mal 300 Metern. Passt alles? Einige verkrüppelte Kiefern stehen auf der Lichtung. Richtung Westen gelegen findet man wallähnliche Westen. Ist da? Nie ohne Seife waschen. Westen? Findet man wallähnliche Aufschüttungen. Davor Betonbunkerreste, die teilweise mit Sand überdeckt sind. Ja. 98%ige Treffergenauigkeit. Ich würde, das ist 25 mal 25, 5 Meter tief. Kiefern? Lichtung? Lichtung? Alles da. Bunkerreste sind da. Geil, Alter. Wir sitzen, also Jörg liegt gerade, an dem Ort, an dem die weltweit erste nukleare Explosion stattgefunden hat. Ja, wenn du überlegst, also jetzt gehen wir mal, hier wurde Menschheitsgeschichte geschrieben und keiner weiß davon. Ja, wir schon. Ja, wir schon. Ist schön, wenn das dick, dass wir wissen, dass Radioaktivität da ist. Ne? Schöner wäre es, wenn die noch höher wäre. Zu lange her. Also westlich ist da. Ne? Also nie ohne Seife, Südspitze. Genau. Westen, Aufschüttungen. Ja, ich habe eben zugehört. Also, es ist alles hundertprozentig da. Also nicht, aber 98%ig. Würde ich sagen, wir sind hier. Die Kiefern sind da, ist alles da. Einige verkrüppelte Kiefern stehen auf einer Lichtung. Richtung Westen gelegen die Bunkerreste. Da meinst du nicht, dass das etwas damit zu tun hat? Nee. Das ist nachträglich gekommen. Das ist. Das ist hier DDR-Rotz, ne, würde ich sagen. Unsere Suche auf der Halbinsel Bug hat uns tief in die Geschichte des Zweiten Weltkrieges geführt. Eine Geschichte voller Rätsel, Spekulationen und dunkler Geheimnisse. Ob es hier wirklich Atomwaffentests gab, bleibt eine Frage, auf die wir heute keine endgültige Antwort geben können. Doch eines ist sicher, die Gerüchte und Berichte werfen ein Licht auf die fieberhaften Versuche des NS-Regimes, mit allen Mitteln technologische Überlegenheit zu erreichen. Ein Licht, das uns an die Abgründe jener Zeit erinnert. Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo in den verstreuten Fragmenten der Vergangenheit. Vielleicht wird sie nie vollständig ans Tageslicht kommen. Aber genau das macht solche Orte wie den Bug so faszinierend. Sie lassen uns fragen, forschen und diskutieren. Und während wir hier stehen, an einem Ort, der so viele Geschichten erzählen könnte, bleibt ein Gedanke. Wie viel Geschichte schlummert noch unentdeckt in den Schatten der Zeit? Vielen Dank, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet habt. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr über die Berichte von Atomwaffentests auf Rügen denkt. Glaubt ihr, es könnte etwas dran sein? Oder ist es nur ein weiteres Mysterium, das die Fantasie beflügelt? Abonniert meinen Kanal, wenn ihr weitere spannende Erkundungen und historische Geschichten erleben wollt. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig und bleibt vor allem kritisch. Euer Random Life.